Und das Beste ist, ihr verpisst euch jetzt. Du verpisst dich vor allen Dingen aus meiner Wohnung, bevor ich irgendwas mache, was ich später noch bereuen werde. So redet keiner mit mir, okay? Ich bin deine Freundin. Hallo. Ich hoffe, wir stören nicht. Wir wollten fragen, ob wir dir vielleicht irgendwie helfen können oder so. Ich kann schleppen. Das kann ich. Gepackt und Kasper kann auch die letzten Kartons ins Auto laden. Also, alles gut. Komm mal her. Oh Mann. Ich kann das irgendwie... Oh! Okay. Unangenehm, ne? Dass du jetzt gehst. Und mich macht das ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. Aber ich wünsche dir natürlich, oder wir wünschen dir nur das Beste. Sowieso, und du bist nicht aus der Welt, oder? Genau. Eben, ihr könnt mich jederzeit besuchen kommen in der neuen Wohnung. Das ist echt aber schön. Wenn ich, ja? Würde mich freuen, wenn ihr mal kommen würdet. Oder mal Mädelsabend. Ich hab's verstanden. Danke. Wenn ich ganz... Ach, hier bist du. Letzten Kissen, ne? Yes. Ich komm sofort. Ja, die andere kann ich allein schicken. Alles gut. Jetzt kann man warten. Was würdest du sagen? Wenn ich ganz ehrlich sein darf, würde ich mir natürlich eigentlich wünschen, dass du hier bleibst. Ihr seid echt süß, aber das ist jetzt soweit. Ich gehe in einen Lebensabschnitt ein und irgendwie freue ich mich auch darauf. Auch wenn es gerade echt ein bisschen schwer ist. Ja, das glaube ich für uns auch. Soll ich den nehmen? Grüße. Ja, ganz danke. Marco. Scheiße, Alter. Jetzt keine Kopflange-Diskussion. Du bist der Letzte gewesen sein. Ich komm sofort, ja? Ja. So, Leute. Ciao, ciao. Oh Mann. Das ist echt komisch gerade. Aber wir werden uns ganz bestimmt sehen. Ganz oft. Ja, und ihr kann mich besuchen. Genau. Okay, dann. Ciao, Papa. Nein, Leo, warte kurz, bitte. Ich muss mit dir reden. Ich kann mir das nicht ansehen und nichts sagen. Du machst einen Riesenfehler, okay? Du kennst diesen Typ gar nicht. Wieso musst du überstürzt so mit Kasper zusammenziehen? Das macht keinen Sinn. Oh. Und dieser Typ hat zwei Gesichter. Okay, ich. Du kannst es einfach nicht, oder? Du schaffst es nicht, dich nur so ein ganz kleines bisschen mal für mich zu freuen, oder? Das kriegst du nicht hin. Ich weiß, was ich tue. Und es ist das einzig Richtige, mit dem Mann, den ich über alles liebe, zusammenzuziehen. Aber du kennst mir aber mein Glück nicht. Ja, du kennst ihn doch gar nicht. Bitte. Ich versuche nur, deine Augen aufzumachen. Aber das brauchst du nicht. Leo. Das Einzige, was ich bin, ist enttäuscht von bleib dir. Bleib hier, bitte. Du hast noch die Chance. Bitte, bleib ich hier. Ich komme. Kommst du? Ja. Wir müssen die Kleine noch abholen. Alles gut. Ich komme. Ciao. Ciao. Ciao, melde dich. Ich lasse mir von Paco meine Zukunft mit Kasper und Shirin nicht kaputt reden. Klar, Kasper hat seine Schattenseiten, aber wir haben uns füreinander entschieden. Und wir arbeiten an unserer Beziehung. Aber Maus, du machst hier ein Chaos mit den Klamotten. Wir wollen die hier mit mal ausräumen. Hä? Wo ist die Maus? Der hat den Schuh. Oh ja, den Schuh, der linke Schuh ist das. So. Ich kann es mir schon perfekt hier alles vorstellen, wirklich. Ich mache der Kleinen richtig süßes Prinzessinnenzimmer zurecht. Ich freue mich einfach, dass wir in unserer eigenen Wohnung sind. Das wird perfekt. Ich finde es voll nicht schön, dass es dann doch so schnell geklappt hat. Das hatte ich nicht. Ja, ich mache das wieder zu. Und weißt du, was wir dann machen? Dann gucken wir uns mal dein neues Zimmer an. Und dein schönes Bettchen. Willst du es mitnehmen? Machen wir eine Erkundungstour? Wir machen eine kleine Erkundungstour für kleine Prinzessinnen. Für kleine Maus. Ist das okay? Hallo. Ich wollte euch nur kurz vorstellen. Ich bin die Ebru und ich bin eure Nachbarin. Ach, wie schön. Ich habe ein kleines Willkommensgeschenk für euch. Schön, ja, genau. Ich wollte euch an dieser Stelle einfach nur herzlich willkommen heißen. Dankeschön. Kannst du das euch hier mit Sicherheit sehr wohl fühlen. Möchtest du auf einen Kaffee reinkommen? Oh, jetzt nicht. Ich wollte nur kurz Hallo sagen und ein anderes Mal gerne. Das ist übrigens Shirin. Ich bin Leonie. Das ist
Kaspar. Du bist aber eine Süße. Du kommst ganz nach der Mama. Ja, freut mich auf jeden Fall. Sind Sie so eine ganz süße Familie, ganz bezaubernd. Wir werden es bestimmt jetzt noch öfter sehen, ne? Ja, ganz bestimmt. Wir quatschen bald mal. Gerne. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das ist das. Das ist gut, und du hier, die kleine Frechdach, was machst du hier? Aber sie kommt ganz, ganz nach der Mama. Das habe ich auch gedacht, ja. Ganz nach der Mama. Ui. Na, wer weiß, vielleicht haben wir irgendwann auch noch mal unsere eigenen Kinder. Ja, der weiß das schon. Hm? Auf jeden Fall finde ich es jetzt gerade einfach nur schön. Das war die richtige Entscheidung, mit euch hier zusammen einzuziehen. Klar, es ist irgendwie noch ein bisschen blöd, dass es mit Paco jetzt nicht so harmonisch auseinandergeht. Ja, gut, aber das mit Paco wird sich auch noch klären. Gib den Ganzen ein bisschen Zeit. Oh, Mausi! Oh, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Was ist das? Ich hab so einen Hunger. Oh, du hast so einen Hunger. Ja. Ich koche uns jetzt richtig leckere Pasta. Die Soße mache ich jetzt auch gleich. Geil. Fix. Und dann essen wir lecker. Und dann Shirin schläft. Ich bin zwischen irgendeinem Nachbarn mit einem Präsenzkorb oder so. Ja, ein Blumenstrauß. Ich bin im Wohnzimmer. Oh. Hi. Hey, komm rein. Komm. Also, Leo, ich will mich nicht mehr mit dir streiten, okay? Deswegen bin ich hier, um mich zu entschuldigen. Es ist ein bisschen blöd gelaufen zwischen uns. Aber jetzt bin ich hier. Wir sind für dich. Lili hat mir deine neue Adresse gegeben. Ich hoffe, das ist okay. Und wegen Kasper, ich glaube, wir können einfach später darüber reden. Hi. Ich bin mega happy, dass ich hier bin. Ja. Ich freue mich, dich wieder zu sehen. Oh, wie süß du bist. Ich koche gerade. Ich wollte unsere Lieblingspasta, also unsere Lieblingssoße machen. Und du kannst gar nicht hinbleiben, dann können wir alle zusammen essen, ne? Ja, klar. Ja? Ich muss gleich noch ins Krankenhaus ein paar Unterschriften machen. Also. Aber ey, tut euch keinen Zwang an. Wo ist denn Shirin? Ja? Also, die schläft, aber sie ist nicht aufgewacht. Okay. Schatz, was hältst du davon? Ihr esst ja zusammen. Wollen wir heute Abend vielleicht, ich koche was für uns? Mhm. Also für uns zwei, ja? Klingt sehr gut. Schön. Magst du mir deine neue Wohnung zeigen? Bis später. Wow, das ist alles voll stylisch hier. Nicht schlecht. Schnell vor allem. Wow, voll viel Platz. Also, wir bleiben tatsächlich alle so, wie sie sind. Wow. Aber mir gefällt die Einrichtung sogar ganz gut. Dieser neue Lebensabschnitt, jetzt kann ich das Ganze noch mit dir teilen. Ich freue mich auch. Oh, das ist so schön, wirklich. Und wir werden ganz viel in diese Wohnung unternehmen, oder? Ja, und wir können geile Sachen, wirklich, das wird richtig geil. Oh ja, ein riesen Tisch und glaub mir, das mit Kasper, das wird auch richtig gut. Ihr werdet euch bestimmt wieder besser verstehen und es fühlt sich gerade einfach nur richtig an, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Ja, also Kasper-Fan bin ich nicht wirklich, aber schon gut. Aber wieso riech ich hier die ganze Zeit verbrannt, Leo? Scheiße. Ach du Scheiße. Warte, ich mach das. Fuck. Das ist vom Herd. Mach das schnell auf. Schnell. Lauf. Was ist hier los? Ich hab's auf dem Herd vergessen. Hol die Kleine aus dem Zimmer und links aus der Wohnung, bevor die zu viel Rauch einatmen. Du bist ja schlimmer als die Pest, oder? Raus! Ich hab sie. Komm runter. Geh her, soll ich dich tragen? Komm mal her, Max, komm zu mir. Komm mal gut, okay? Ist nichts passiert. Ich bin so dumm, ich bin das so Das Essen dumm. Ist schon weg von dem Herd. Ist alles okay, ist wir haben die Kleine. Alles gut, ich geh schon mit dir runter. Das ist voll gefährlich. Mann, wie blöd konnte ich eigentlich sein? Ich hoffe, Kasper ist jetzt nicht super wütend. Wenn es um Shirin geht, da kennt er nichts. Hey, ist alles gut gegangen, okay? Leo. Also, Alice hat die Kleine gerade abgeholt. Weil sie hier noch ziemlich nach verbranntem Essen riecht. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich habe dieses Essen auf dem Herd vergessen, weil ich mich so mit Paco verquatscht habe. Wirklich, es tut mir so unfassbar leid. Weil ihr euch verquatscht habt?
Wollt ihr mich verarschen? Hier ist ein kleines Kind in der Wohnung. Weil ihr euch verquatscht habt, seid ihr wirklich so dämlich? Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich bin extra aus eurer Scheiß-WG ausgezogen mit diesen grenzdebilen Vollidioten, damit genau so eine Scheiße nicht mehr passiert. Und du bist nicht besser als sie, du bist genauso dämlich. Nein, nein, das tut mir leid. Halt dein Maul! Wir wohnen seit einem verfickten Tag in dieser Wohnung. Seit einem verfickten Tag. Und ihr zieht direkt so eine Nummer ab. Was soll ich noch machen? Hä? Es tut mir wirklich so leid. Das war keine Absicht. Ich bin schuld. Ich bin schuld, okay? Ich habe sie abgelehnt. Es tut mir leid. Halt deine Fresse jetzt! Hast du es nicht verstanden? Es geht hier um meine Familie. Und du hältst jetzt das Maul. Und das Beste ist, ihr verpisst euch jetzt. Du verpisst dich vor allen Dingen aus meiner Wohnung, bevor ich irgendwas mache, was ich später noch bereuen werde. Wir gehen zu mir. Wir hauen lieber ab. Komm, weg hier. Ich hab schon meinen Schlüssel. Oh. Scheiße. Hier. Geh zu mir, bitte. Ich kann nicht glauben, dass es gerade wirklich passiert ist. Ich kann das auch nicht glauben. Walter Kaspar hat sich wie das letzte Arschloch verhalten. Ich glaube dir jedes Wort. Ja. Aber Fakt ist doch eins, wir wissen nicht, was jetzt zu tun ist. Überforderung, wohin man schaut. Nein, Zucker hat recht. Danke. Langsam kriege ich das Gefühl, dass Kaspar so einer ist wie dein Ex, wie Mick. Nein, Paco, das ist er wirklich nicht. Ich kenne Kaspar und er würde mir niemals irgendwas antun oder mich anfassen, mich schlagen oder so. Das würde er niemals tun. Ganz ehrlich, Leute, ich kann ihn auch ein bisschen verstehen. Es war halt auch meine Schuld. Ich habe das Scheißessen auf dem Herd stehen gelassen und damit Shirin in Gefahr gebracht. Nein, nein, Leo, bitte. Doch, ist doch du so. Darfst Kaspar jetzt nicht in den Schutz nehmen. Hast du diese ganzen Sachen, die er dir gesagt hat, nicht gehört? Ich schon. Okay, das mit dem Essen ist doof gelaufen. Aber trotzdem, niemand hat sich verletzt. Shirin auch nicht. Wir hätten die ganze Situation einfach ohne Kaspar geklärt. Ja. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist er schon echt krass ausgerastet. Ja, aber es ist passiert. Schaut, es ist passiert so. Also müssen wir jetzt schlau sein. Ich denke nach wie vor, und ich meine es nicht böse, ja? Aber zu schnell zusammengezogen. Oh, nein, aber das sag ich auch die ganze Zeit. Doch, das hat damit doch gar nichts zu tun. Ich liebe Kaspar, okay? Es ist richtig, dass ich mit ihm zusammengezogen bin und... Aber du liebst nicht diese Art von Verhalten? Nein, natürlich nicht. Es war komplett übertrieben, da gebe ich euch ja auch recht. Es war verletzend, was er zu mir gesagt hat und so lasse ich auch nicht mit mir reden. Das ist ganz klar, aber genau deshalb muss ich das jetzt mit ihm klären. Du wirst gar nichts klären. Ich gehe jetzt zu ihm. Mit so einem Typ kann man nicht reden, Leo. Was hast du noch nicht verstanden? Marco, der ist aggressiv. Aber du hast nicht verstanden, dass ich mit Kaspar zusammen bin. Und... Ich kläre das mit ihm. Ich verspreche dir, dass er mir versprechen muss, dass er mich nie wieder so scheiße behandelt, okay? Und nie wieder mich so anschreit und mich beleidigt oder irgendetwas macht, okay? Okay, aber wenn irgendwas ist, rufst du mich an, bitte. Okay, mach ich. Ich rede das hin. Okay, ich schaff das, okay? Danke, Leute. Pass auf dich auf. Ja, es war heftig, was Kaspar mir in den Kopf geworfen hat. Aber er würde mich niemals schlagen. Paco macht sich dazu Unrecht Sorgen. Kaspar? Kaspar? Hey, ich bin hier im Wohnzimmer. Okay, bevor du mich wieder zusammen machst wegen dem verbrannten Essen, du musst mir ganz kurz zuhören, okay? Ich weiß, das ging gar nicht. Ich habe den Herd aus den Augen verloren, weil ich mit Paco gequatscht habe. Das Essen ist angebrannt, die Kleine war hier in der Wohnung. Das geht nicht, das weiß ich. Aber was auch nicht geht, ist, dass du so mit mir redest, mich so anschreist, mich beleidigst. Weißt du, wie demütigend das für eine Frau ist? So redet keiner mit mir, okay? Ich bin deine Freundin. Und das kann ich nicht akzeptieren. Wenn das nochmal vorkommt, dann bin ich weg. Leonie, es tut mir leid. Wirklich. Das musst du mir glauben, das ist einfach... Schatz, ich liebe dich. Und du und Shirin seid die zwei wichtigsten Frauen in meinem Leben. Und wenn dann sowas passiert und ich
Angst um euer Leben habe, dann reagiere ich halt emotional. Aber du musst mir glauben, dass das nicht... Aber du musst dich da in den Griff bekommen, okay? Sowas darf auf gar keinen Fall noch ein einziges Mal passieren, dass du mich so anschreist, okay? Du musst dich bessern und du musst mir das versprechen. Versprich mir. Ja, ich verspreche es dir. Wirklich. Okay. Das ist Alice. Ich habe sie eingeladen zum Kochen. Okay. Die Kleine ist schon hier, die hat sie mir vorhin vorbeigebracht, damit sie in Ruhe ist. Ja, die schläft schon, damit sie in Ruhe einkaufen kann. Okay. Ich hoffe, es ist okay. Da bin ich wieder. Hey, war das gut von Leni? Hey, ist auch da, okay. Cool. Willst du mir was abnehmen, oder? Ja, klar. Ich würde in die Küche. Ich habe noch einen Champagner da. Champagner? Ja, wie geil. Ja. Ich guck gleich mal. Ist alles wieder perfekt. Ich hoffe so sehr, dass Kaspar meine Ansage ernst genommen hat und versteht, dass er so nie wieder mit mir reden darf. Was gibt's denn? Was ist das? Was soll ich machen? Ich will Geld von dir. Mag es ja nie wieder, so vor meiner Tür zu stehen. Wenn ich dich alleine erwische, dann bring ich dich um. Ich meine es ganz gut. Ich bin auf dich.